Guten Morgen, wenn ich müde aussehe, dann ist das, weil ich auch müde bin. Hab diese Woche Urlaub gehabt, aber heute früh aufgestanden am Sonntag, weil es ist Reichweitenzeit. Reichweitentestzeit, so gehört's. Kann ich mal reden. Das ist der Polestar 2, Modelljahr 2024, Single-Motor, also nur einen Motor hinten, Hinterradantrieb. Und mit dem fahren wir heute 130 km/h Reichweitentest. Mit dem Vorgängermodell habe ich 340 Kilometer geschafft, allerdings war es da 19 bis 25 Grad warm im Sommer. Heute haben wir jetzt so 10 Grad und es geht dann so hoch auf über 20, aber viel später erst, noch nicht jetzt. Bin gespannt, wie es heute wird. Ich lade bis 95% und dann fahren wir los, weil ich will nicht zu lange warten, weil Polestar und Volvo dauert ziemlich lange von 95% bis 100. Aber fahren wir los. Ich bin auf dem Weg, fahre 133 auf dem Tacho. Das soll GPS 130 sein. Das Komische ist, wie auch jetzt, dieser Tempomat, wenn es ein bisschen bergab geht, fährt dann auch mal schneller, fährt dann auch mal 134. Das ist so beim Polestar. Ich habe das Selbstlenken an, alles wunderbar. Habe bis 95% geladen. Das stand beim Lader im Auto, als ich dann eingestiegen bin, stand 94. Sind wir schon bei 88. Verbrauch bis jetzt ist hoch, weil die ersten 10 Kilometer waren bergauf, 273, aber es geht schon nach unten, wunderbar. Meine Klimaeinstellungen sind bei 21 Grad, aber das ist völlig egal, weil Heizung und Klimaanlage sind aus. Er heizt nicht, er kühlt nicht. Also ist nur der Lüfter an, wunderbar, keine Sitzheizung, keine Lenkradheizung, also geringster Verbrauch, was geht. Es hat 14 Grad draußen, es wird heute noch wärmer, irgendwann werde ich die Klimaanlage brauchen, aber im Moment ist noch alles gut. Ich denke, dass wir mehr wie 340 Kilometer heute schaffen. Ich glaube schon. Ich war gerade bei 70%, würde heißen, ich habe 25% der Batterie benutzt und es waren 91,5 Kilometer, die ich gefahren bin. Das wären 366 Kilometer volle Reichweite. Verbrauch ist im Moment 207 Wattstunden pro Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 128 km/h. Ich kann meine Geschwindigkeit gut halten, Verkehr ist viel, aber alle fahren eine gute Geschwindigkeit, keine Lastwagen. Ich musste nur ein einziges Mal langsamer fahren, aber zwei oder dreimal schneller, wo ich überholen musste, weil jemand nur ganz wenig schneller, langsamer fuhr als ich. Das ist halt, da muss man halt dann kurz 135, 140 fahren, das passiert. Mein Klima habe ich auf 22 Grad und Heizung im Moment, weil es ein bisschen kalt hier drin war. Aber es hat 16 Grad draußen, ich glaube also nicht, dass das viel Energie braucht. Bin bei 45%, habe also 50% der Batterie benutzt und es waren 182,5 Kilometer, das heißt 365 Kilometer volle Reichweite. I am steering, 365 Kilometer volle Reichweite, das ist super, ein sehr guter Wert.
Durchschnittsverbrauch ist im Moment 210 Wattstunden pro Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 130. Wir werden sehen, ob diese Kilometer stimmen, ob es zu viel ist, zu wenig und so weiter. Mein Google Maps hier sagt mir schon an, weil ich vorher hin navigiert habe, wie wir wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen, in welchem Ladezustand. Das ist auch super. So, ich sehe das schon jetzt, ich muss nicht planen. Und wenn es so nicht die nächste Ausfahrt, aber dann die danach, werden wir dann nehmen und fahren wir zurück. Wunderbar. Hab immer noch Heizung an mit 22 Grad, draußen hat es 13 Grad. Wie fühlt sich der Polestar 2 Single Motor an auf der Langstrecke Autobahn bei 130 mit Selbstlenken, Tempomat und so weiter? Alles ist an. Allgemein ist er wirklich gut. Tempomat funktioniert super, Abstand und alles. Komfort beim Fahren ist jetzt nicht mega, aber es ist okay. Lautstärke bei 130 ist völlig okay. Ich höre einen Podcast an und das ist für mich immer die Messlatte. Wenn ich den gut verstehe, ohne dass ich besonders laut aufdrehen muss, dann heißt es, dass die Lautstärke bei 130 vom Auto okay ist. Das ist nämlich auch wichtig, wenn man sich jetzt unterhält, dass man sich versteht, dass man nicht schreien muss und so. Es ist nicht das leiseste Auto, aber es ist völlig okay. Komfort, wie gesagt, auch. Das Selbstlenken ist jetzt okay, aber nicht super. Er merkt meine Berührung vom Lenkrad nicht so toll. Also wenn ich es ganz normal halte, auch ein bisschen fester, merkt er mich oft nicht. Ich mache dann beide Hände und ich muss ein bisschen dagegen lenken, dann tut er was. Ist ein bisschen schade. Verbrauch ist übrigens super mit 209 Wattstunden pro Kilometer. Ich habe schon das Ziel eingegeben bei Google Maps. Er sagt, ich komme mit 11% an. Dauert noch 47 Minuten, 92 Kilometer sind wir da. Und ich kann hier in meinem Cockpit auch die Navigation haben, also die Karte, dass ich sehe, wo ich fahren muss und dass ich in 49 Kilometer nach rechts muss. Ja, sieh, er merkt mich nicht. Das ist ein bisschen schade. Allgemein Sitzen ist toll, Armlehnen sind super, der Sitz ist eigentlich bequem. Wenn es ein bisschen in die Kurve geht, ist der Sitz furchtbar. Er ist sehr rutschig und null Seiten halt. Also gefällt mir gar nicht, wenn es ein bisschen in die Kurve geht. Sogar wenn man auf die Autobahn hochfährt, dann macht es das. Aber wenn es geradeaus geht, ist der Sitz eigentlich sehr bequem. Wenn ihr viel öffentlich lädt oder vielleicht sogar in ganz Europa, dann sollt ihr Maingau Autostrom ausprobieren. Die haben dieses Video heute unterstützt. Ihr könnt den Ladevorgang mit der App starten, mit der Karte oder mit diesem Chip, den man ganz schön an den Schlüsselbund dranhängen kann. Ich finde das super, so schön klein und leicht. Es gibt einen Einheitspreis für alle DC-Ladestationen und einen Einheitspreis für alle AC-Ladestationen. Wer mehr Interesse hat, es gibt einen Link in der Beschreibungsbox. Bin mit 14% angekommen, 306 Kilometer gefahren. Google Maps sagt, es sind 310 Kilometer. Mein Durchschnittsverbrauch war 205 Wattstunden pro Kilometer. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1. Und wer den Kanal unterstützen will, es gibt in der Beschreibungsbox einen Patreon-Link. Und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Wir sind also 310 Kilometer gefahren. Was Google Maps sagt, haben 81% benutzt. Das heißt, wir haben eine volle Reichweite von 383 Kilometer. Das ist brutal bei 130 mit 19 Zoll Reifen. Mit dem Hinterradantrieb hier, heute hatten wir 12 bis 16 Grad. Super, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit musste ich halt nie bremsen, richtig und beschleunigen und sowas. Also es war sehr konstant. Das ist immer super für einen Verbrauchstest. Lade jetzt gerade mit 100.
88 Kilowatt bei 21%, also laden tut er auch noch gut. Super, ich lade jetzt ein bisschen rein und dann mache ich noch einen Reichweitentest, aber nicht voll, weil ich heute nicht so viel Zeit habe. Aber wirklich toll, super gefahren, tolles Auto, super Reichweite. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao!